Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Sekiro. Ja, wir wollten in der letzten Folge mal hier runterspringen und das tun wir dann jetzt auch. Und dann gucken wir mal, was wir so finden können. Kügelchen sind auch immer praktisch. Da ist eine Figur. Ah, kein Tor öffnen. Ist die Figur. Ah, okay. Das müsste die Figur sein, wo ich vorher nicht lang kam. Da habe ich. Genau, da sind die Hunde. Sehr gut. Dann habe ich hier jetzt wieder einen Weg zurückgefunden. Also, dann später wieder zurück kann, ohne reisen zu müssen. Hier kann ich runter. Es tat auch sogar noch nicht mal weh. Ahne irgendwie, dass das da vielleicht ein bisschen gefährlich sein könnte hier. Ah. Nicht gefährlich, sondern unnütz. Das ist ja ganz schön unspannend. Ich hätte gedacht, dass es hier einen Weg gibt auf die andere Seite. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ist auch hier auf der Seite grünes Wasser. Dann könnte ich theoretisch davon ausgehen, dass das tatsächlich Wasser ist und ich da nicht sterbe, wenn ich darunter gehe. Aber will ich das? Zurück komme ich auf jeden Fall. Von hier aus ist es auch nicht ganz so hoch. Auch wieder totaler sinnfrei. Ist ja nix. Das ist aber wahrscheinlich auch nur so lange der Fall, wie ich eben noch nicht tauchen kann. Und ich weiß ja schon, dass ich das Tauchen irgendwann erlerne. Gut, ist also erstmal hinfällig. Das Tor brauchen wir gar nicht erst wieder aufmachen. Gut. Die können wir erstmal ignorieren. Dann soll der lila Fritz, den wir letzte Folge gefunden haben, erst einmal unser Gegner werden. Oh, das war knapp. Jetzt weiß ich, dass da ein Karl Otto ist. Den kann ich aber, glaube ich, von hier oben mir gleich mal eben wegholen. Ist ich doch eigentlich, der müsste doch da stehen. Das war dumm. Habe ich verkackt, habe ich das. Einmal kurz abwarten, dass der wieder resettet wird. Und dann kriegt er seinen Todesstoß von oben. Dann habe ich den ersten weg und dann habe ich vielleicht eine Chance gegen ihn. Vielleicht. Er ist noch nicht wieder in seiner Position zurück. Was ich jetzt einmal tun kann, ist nachgucken, welches Modul ich für den am besten verwenden kann. Nebelrabe ist, bringt mir nichts, ist zu schnell dafür. Das Flammenrohr könnte interessant sein. Statt des Feuerwerks nehmen wir das Flammenrohr. Ich glaube nicht, dass ich den mit. Ich habe nur noch zwei Öl, das bringt mir also auch nicht wirklich was. Dann gucken wir mal.
Na komm schon. Ah, das geht mit Sicherheit mit dem Mikiri-Konter. Wow. Okay. Das geht mit Sicherheit mit dem Mikiri-Konter, da bin ich mir aber sowas von sicher. Und ich glaube, dass ich ihn tatsächlich besiegen kann. Ich halte mittlerweile genug aus und mache einen ganz ordentlichen Haltungsschaden. Das ist natürlich alles immer so ein bisschen relativ, aber es müsste machbar sein. Das setze ich mir jetzt erstmal zum Ziel. Die Belohnung wird wahrscheinlich auch dann nur irgendwie Schrott oder was sein. No, Ashina-Burg ist die... Ah, was heißt die falsche? Geht auch. Ja nicht viel länger als von dem anderen Feuer aus. Zack. Zack. Zapparadab. Und dem kann man ja einfach immer mal wieder weglaufen. Also da haben wir jetzt effektiv haben wir bei dem keine großen Probleme, nehme ich an. Nur der erste Todesstoß, der muss halt sitzen. Wenn der nicht sitzt, ist das schon eine gegessene Sache. Aber ich habe keinen Schaden davon getragen. Also erstmal kein Verlust. Nächster Versuch. Nur eben ein bisschen warten. Wo ist das Loch? Noch ist er nicht da. Da kommt er gerade. Da hätte ich springen müssen. Ach so, ich liege am Boden. Das ist mir jetzt doch wieder einmal zu gefährlich. Aber den kann ich schaffen.
muss nur gucken, dass ich die Kamera unter Kontrolle kriege. Die ist da unten echt nicht so schön. Aber ich bin echt guter Dinge, mich des Typens in dieser Folge entledigen zu können. Schauen wir mal. Da. So. Alarm schlagen wollen, ja. Gut ist, so nebenbei kriege ich da dann auch noch ein bisschen Gold mit dran. So geht es. Schon wieder am Boden, oder? Na toll. Super. Na gut, der erste ist ja kostenfrei quasi. Das war ein Satz mit X. Die lief nicht so gut, die Runde. Ja, bis jetzt sieht es alles noch nicht so aus, als würde ich siegen, weiß ich. Aber trotzdem besteht eine Hoffnung. Wenig Hoffnung darf und muss sein. Ja, wahrscheinlich ist das Wasser da unten für den Fall, dass ich den Sprung hier fahre. Semmel. Solange ich aber aus dem Kampf relativ leicht wieder rauskomme. Ist halt alles eh mehr oder minder witzlos, sag ich mal. Also nicht allzu kompliziert in dem Fall. Und hier ist wirklich Geduld. Erst im letzten Moment zu drücken. Yeah.
Mann, Kamera. Die werden natürlich resettet, das weiß ich ja. So, da war jetzt gerade wieder mal die Kamera mein Problem. Ah, Mist. Das war Mikiri. Ey! Ich wollte eigentlich auf ihn zuspringen, nicht von ihm weg. Wieder die Kamera, ne? So dauert es natürlich alles dreimal so lange. Weil ich jedes Mal wieder zurück muss. Ja, super. Das war episch. Und hat mir sogar noch Schaden gegeben. So viel zum Thema, den Sprung verkacke ich doch nicht. Ja. Wer rastet, der rostet. Die Feuerprothese ist bei dem echt nicht so wirklich nützlich. Für schnelle Gegner wird ja eigentlich die Wurfsternprothese empfohlen, aber weiß nicht, wie weit das Feuerwerk mir bei dem tatsächlich helfen kann. Ich glaube nur in der aufgeladenen Fassung. So, was ich jetzt erstmal mache, ist die Kügelchen einmal entfernen. Schon 20 Minuten dran. Und bis jetzt nichts gemacht, außer versucht, diesen Typen kaputt zu kriegen. Das war nix. Ja, er springt dann auch, ja. Und die Kamera.
Das tut mir echt leid. Also. Ich weiß, wie nervig das ist. Und die ganze Folge immer und immer wieder. Der einsame Shinobi Langschwertkämpfer. Mensch. Diesmal war es auch nicht die Kamera, diesmal war es meine eigene Dummheit. Und wie heißt es schön? Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ich war jetzt ein bisschen langsamer als sonst. Und ich kriege auch die ganze Zeit schön Handvoll Asche. Was macht ihr eigentlich? Kann die mir helfen? Handvoll Asche. Was ist denn? Handvoll Asche. Kurzzeitiges Ablenken. Können wir mal versuchen, ne? Nein! Glück gehabt, keinen Schaden aus der ganzen Geschichte davongetragen. Das war schlecht. Und ich bin mir tatsächlich relativ sicher, dass die Handvoll Asche mir gar nichts nutzt bei denen. Muss ich echt erst darüber? Das Gedudel ist ganz schön laut und geht mir auch ganz schön auf den Keks. Man, ey. Schlecht gesprungen. Wer rumpelt denn da? Schon zurück. Ich würde dich jetzt gerne mal langsam töten. Da ist er. Du hast den denn jetzt aus der Kamera verloren? Das schon wieder. Das haben wir Mikiri kontaktfällig. Schmeißt du mal mit deinem scheiß Wurfstern. Mann, diesmal war es wirklich die Kamera wieder.
man doch mal aggressiv werden. Also in dem engen Gang verliere ich ihn aus der Kamera, in dem weiten Gang verliere ich ihn aus der Kamera. Ich glaube, ich mache das gleich wieder wie beim Shinobi-Jäger. Ich mache da kurz eine Pause, beruhige mich ein bisschen und dann hole ich mir ihn weg. Also nach dem Versuch ist es dann erstmal wieder soweit, aber die Folge endet erst, wenn der Typ stirbt. Und wenn ich wieder Zeitraffer festsetzen muss. Da habe ich ihn schon wieder aus der Kamera verloren. Ach, da kommt er mit dem Sprung nach. Kiri. Da wäre der Mekiri fällig gewesen. Gut, wie gesagt, dann machen wir jetzt einmal kurz eine kleine Pause. Und nach der Pause nehme ich ihn mir dann vor. Bis gleich. So, dann versuchen wir doch nochmal unser Glück. Ich habe in der Zwischenzeit das Geld ausgegeben für ein paar Geistembleme und habe mal das Lagerfeuer quasi gewechselt, die Raststätte, und mir den Fähigkeitspunkt erspielt und auch schon ausgegeben für den absteigenden Dingsterbumster, ne? Und ich habe mir überlegt, ich versuche jetzt doch mal mit anzünden, damit wir ein bisschen Lebenspunktschaden kriegen, dass er sich nicht so schnell regeneriert. Gucken wir mal, wie es geht. Deswegen das Öl. So, der soll ruhig ein bisschen brennen. Jetzt soll er hier hochspringen am besten. Soll er wieder runterkommen, dann kann ich ihn noch zweimal anzünden. Na komm schon. Jetzt brennt er wieder. Und erledigt. Mann. Magnetitschrott. Magnetisches Erz, das in Aschin abgebaut wurde, wird meist als Grundlage für mittlere bis hochwertige Verbesserungen an Prothesenmodulen verwendet. Daraus kann harter Stahl geschmiedet werden, eine wertvolle Ware in Aschina. Die Bewohner des versunkenen Tals nutzen es als Währung beim Handel mit Aschina. Die lose Gebetsperle selbstverständlich. Und ja, dann haben wir doch eigentlich schon erfüllt, was wir wollten, ne? Zack, der Nebel wird gelichtet und dann können wir mal kurz gucken, was wir hier noch so finden.
bisschen was dürfte ja noch hier sein. Ich will mich aber dann tatsächlich... Eisenschrott ist klar. Verlassene Verlies. Okay. Ich will mich dann aber eigentlich lieber oben umgucken. Aber hier jetzt eine Figur des Bildhauers zu finden, wäre natürlich auch nicht schlecht. Da ist ein Kopfloser wieder. Die Echsen sind nicht das Problem. Der Kopflose hat 2 Leben. Ja, wir haben auch noch vorne den einen Kopflosen, ne? Das war ein Kopfloser. Ist auf jeden Fall, es scheint mir der nicht unbedingt freundlich zu sein. Ich könnte darüber springen. Das Öl einmal aus der Liste entfernen. Ich könnte darüber springen und mal gucken, wo ich den nächsten Bruder finde. Das glaube ich, tue ich. Ein voller Geldbeutel sogar. Ach, guck mal, da ist sie sogar. Wunderbar. Und dann reisen wir wieder in die Ashina-Burg zur Talsperre und machen da einmal einen Rundumschlag, bevor wir dann durch die Burg gehen. Ich glaube, hier runter muss ich erst später. Ja, für die Folge soll es dann jetzt erst einmal gewesen sein. Das hat mich jetzt mein Öl und ein bisschen Gold gekostet und ohne Ende Geistembleme. Ja, 15. Aber immerhin haben wir ihn jetzt kaputt. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, was wir uns dann so hier zu Gemüte führen. Bis dahin, euer Stöffel.